Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Croc 2 mit mir, TMW Astraf. Lass uns weitermachen hier finde das Sandwich des Gobbos Level, genau. Ja, und ja, fangen wir doch einfach mal an. Ja, dieser Gobbo mit seinen Hüpfstiefeln oder mit seinen Federstiefeln, oder Sprungfederstiefeln besser gesagt, ja. Weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt, aber der wird uns hier durch das Level gut begleiten können. Beziehungsweise er hat ja versprochen, uns an ferne Orte zu bringen, wo Croc nicht hinkommt. So ohne weiteres. Daher, ja. Da sehen wir mal, wie das anstellen wird. Gut. Oh, wir haben zwei Wege. Oh, welcher ist wohl der richtige? Sollen wir hier rein? Ja, ich gehe hier rein. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Oh, sehen wir hier eine Kletterwand. Und ja, komm. Einmal hoch. Ich weiß nicht, ob dieser Ort uns jetzt weiterbringt. Was heißt weiterbringt? Ich meine, ob der uns irgendwie... ich hoffe, er führt uns sowas wie zu einer Sackgasse, damit wir nicht zu schnell vorwärts kommen. Moment, ja. Croc, Biff, Gobbo! Gobbo hat einen Kristall bekommen! Oh ja, komm, Moment, dann müssen wir aber... Ja genau, er ist in unserem Rucksack und wir drücken jetzt Dreieck. Also Dreieck ist immer der Knopf, der einfach die Gegenstände automatisch benutzt. Moment, ich stehe schon ein bisschen auf dem Schlauch. Also Dreieck ist der Knopf, mit dem wir Items benutzen können, genau. So, und wir haben schon mal den grünen Kristall. Klasse. Ja, Sprungverbot für unseren Gobbo. Oh. Ja, keine Sorge, du bekommst nochmal deinen Auftritt. Ganz cool bleiben. Er hat seine Sprungsprüche einfach noch nicht verlernt. Das ist toll. Das ist unser Croc. Au! Na, das wirst du bereuen. Gut. Ja. Gerade nochmal so mit voller Kraft raufbekommen. Oh, stopp mal kurz. Kurz umdrehen, Croc. Hier unter uns ist ein Auftritt. Ja, eine Plattform für unseren Aufziehgobbo. Ja, ganz genau. Benutzen wir das doch mal. Ja, oh, wenn wir es jetzt schaffen, kriegen wir ein Herz und haben den Treffer verschmerzt, der uns der Dantini gerade zugefügt hat. Komm schon, ein bisschen noch, ein bisschen. Ja. Super! Wieder mal eine saubere 1A-Leistung. Werter Aufziehgobbo. Ja, schade, dass man den einfach nur einmal benutzen kann und dann ist er nie wieder verwendbar. Ist das irgendwie so ein... Man könnte meinen, es sei irgend so ein billig produziertes Spielzeug oder so. Das nach jedem Benutzen gleich kaputt geht und dann muss man neues kaufen. Da würde der Tiefpreis Pete ja ordentlich cool, nur finanzielle Vorteile dadurch. Ja. Anscheinend ist das die Methode um Geld zu verdienen. Einfach nur immer neues Spielzeug kaufen. Ja, aber denk mal bitte an die Ressourcen, die verbraucht werden, um dieses Spielzeug herzustellen, ne? Also das mal nebenbei. Also als Denkanstoß immer schön das mit einbeziehen, liebe Zuschauer. Das ist wichtig. Ja, auch wenn es kein schönes Thema ist, aber es ist trotzdem wichtig. So, ja, ich glaube... Oh, die Plattform fährt rauf. Ah, und wir können uns weiterhangeln. Klasse. Dankeschön.
Wow, Mensch, du musst richtig Kraft in den Armen haben, Krok, damit du... Einfach, weil du dich so lange festhalten kannst. Meisterhaft. So, wir können jetzt nicht irgendwie unser Fernrohr benutzen, ne? Aber hier auf dem, auf der Leiter selbst ist nichts, oder? Ich will's nicht hoffen, dass da irgendwas noch drauf liegt. Warte mal, nicht weiter. Ich glaube, wenn Krok weiter hangelt über die Kante hinaus, dann fällt er runter. Und das will ich gerne vermeiden. Oh, aber über uns ist jetzt ein Herz, auf dem wir drauf laufen müssen. Okay, es fährt uns dorthin. Okay, warte, Moment. Ich habe eine Vision. Na, Moment. Wir müssen nur noch drauf schaffen. Hm? Na komm, was packst du? Nochmal. Kommt man da überhaupt drauf? Ich will doch hoffen, ja. Okay, das gestaltet sich etwas schwer. Ah ja, ja, ganz genau. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt, dass Krok sich dranhängt. So, aber... Es ist kein... Irgendwie nichts hier drauf, oder? Kein... Oh, oh, doch, doch. Was für ein Glück, dass wir nochmal hier hingekommen sind. Hier ist nämlich ein... Kleiner ist nämlich ein bunter Edelstein, bunter Kristall und da muss unser Sprunggobbo ran. Genau. So, ich trete jetzt nochmal kurz die kleine, hoffentlich kurze Reise an und guck einfach mal nach, ob hier nicht noch was anderes sein könnte. Es könnte ja noch hier irgendwo anders eine Plattform sein, wo ein bunter Kristall drauf liegt. Naja. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Dann hoffe ich, habe ich nicht zu viel Zeit beansprucht, aber es scheint so. Nein, hier ist nichts mehr. Nee, das war alles. Nein, okay, wir fahren wieder rauf. Ein schöner Fahrstuhl ist das. Naja, aber so ohne Absicherung sollte man schon stehen bleiben, ne? Schön stillstehen. Hopp. Okay. So, dann kommen wir also zur nächsten Höhle. Aber ich glaube, die Höhle, also dieser... Ja, was heißt Höhle? Was heißt nächste Höhle? Also, wir gehen jetzt einfach mal durch diesen Eingang hindurch, aber ich glaube, der führt uns vielmehr wieder in die Außenwelt. Deswegen ist vielleicht dieses schwarze Loch eigentlich irgendwie nicht ganz korrekt. Ja? Was heißt nicht ganz... Es ist einfach irgendwie nicht so glaubwürdig, dass uns dieses Loch an der Wand nach draußen führt, weil einfach nur, weil wir dadurch ins Schwarze blicken und nicht irgendwie in was Helles. Naja, aber vielleicht muss man ja noch irgendwie eine Kurve nehmen, von der wir nichts mitkriegen. Die Krok ohne uns durchgeht. Naja. Who knows? Wer weiß. Okay. Kristalle kommt schön in Kroks Rucksack. Davon kann Krok echt was Gutes draus machen. So, Moment mal. Zu dir, Kiste, komme ich gleich. Ich habe dich immer irgendwie verschont. Aus irgendeinem Grund. Es hat etwas mit diesem... Ja, es hat was mit der Brücke über uns zu tun. Ich glaube, man konnte nämlich tatsächlich einfach jetzt mit der Kiste hier einfach hier rauf springen. Man musste aber dafür dann den Inhalt der Kiste dann einfach weglassen. Und das will ich dann aber dann doch sein lassen. Dann, ja, dann gehe ich einfach hier rein. Oh, was ist denn das für eine Kiste? Fragezeichen und... Da sind irgendwelche Plattformen drauf.
öffnet diese Kiste uns einen neuen Weg? Vielleicht? Oh, also sie offenbart uns einfach mal, oder sie platziert uns einfach mal ein paar Plattformen, die zwar zerbrechlich sind, ja, also immer schön schnell rüber. Und diese Kisten sind auch nicht gerade freundlich zu uns, die zerbrechen mit der Zeit. Und immer schnell rüber, bevor sie zerbrechen. Also es gibt schon so einige schwierige Stellen in diesem Spiel. Und da bin ich manchmal richtig verzweifelt gewesen. So, ich glaube, dann hole ich mal kurz das Fernrohr. Ah, ich muss Dreieck gedrückt halten. Aber hier ist jetzt nichts, nein. Okay. Gong! Gleichbedeutend mit dem Kontrollpunkt. Gut. Ah, daneben, was? Hast du überhaupt einen Waffenschein oder so? Ja, mit so einem Gefährt, da muss man sich erstmal beweisen, dass man damit umgehen kann, ne? Daher. Es ist nicht ungefährlich. Das ist, ich denke mal, das weiß so ziemlich jeder, ne? Gut. Wir haben jetzt 4 bunte Kristalle. Aha, ich hoffe, wir kriegen dann jetzt auch den letzten Kristall noch. Ich hoffe, ich habe auch den richtigen Pudding gekauft. Ja, den Pudding. Was heißt Pudding? Ich meine den Gelee-Hüpfer. Genau, so heißt ja das Ding. So wird es in diesem Spiel immer genannt. Oh, seht mal da, ein Schlüssel. Wofür wir den wohl brauchen? Können wir mit den Schlüsseln eigentlich hier im Spiel auch Türen öffnen? Kann ja sein. So, willkommen in meinem Rucksack. Oder in meinem Inventar. Werter Schlüssel. Werter goldener Schlüssel. So, und ich glaube, wir kriegen jetzt gleich in diesem Raum die letzten Kristalle. Und ach ja, er öffnet also einen Käfig, in dem sich eine Kiste befindet, die uns großzügigerweise nochmal ein paar Plattformen zur Verfügung stellt. 2, 3, 4 und zu guter Letzt kommt 5. Yes, genau. Hopp, hopp, hopp. Ja, ich glaube, wir haben es dann noch gleich. Gott sei Dank, ich habe den richtigen Pudding gekauft, den grünen. So, der grüne ist für Doppelsprünge zu gebrauchen, hat Pete jetzt gesagt. Oh, aber auch so hat man ganz schön viel Sprungkraft damit. Ach ja, man kriegt also die letzten Kristalle dadurch, was ja in Ordnung ist. Und hier ist noch ein Herz platziert, aber das brauchen wir jetzt nicht. Warte mal, ich will mal. Na, so kommt man dann nicht an den Kristall ran. Ihr wisst, wie man da hinkommt. Ja, dafür haben wir ja unseren werten Gobbo. Und ja, da ist die Krähe also. Aber wir gehen jetzt mal nicht frontal zu dieser Krähe hin. Die piekt schon. Na! Die piekt schon ordentlich an dem Sandwich rum. So. Und ich hoffe, die Krähe greift uns nicht irgendwie an. So, wir holen jetzt mal schnell den letzten bunten Kristall. Und wo ist jetzt der... Ah, da ist der Goldgobo. Ja, tut mir leid, das Sandwich muss mal kurz warten. Aber das haben wir gleich. Oh. Was? Oh. Okay. Ich hab gedacht, wir kommen blicken in einer Wand entlang. Komisch. Ich war erst kurz verwirrt. Aber, oh, da haben wir es schon. Ah, achso, ja, okay. Das ist ein etwas größerer Sprung, den kriegen wir hin. Den kriegen wir schon hin. Nur mit ein bisschen Anlauf oder einem ordentlichen Stampfer vielleicht. Moment. Yes! So ist es richtig. Und das war doch jetzt mal richtig schön einfach. So ist mir das lieb. So ist mir das recht.
Ja, du, Krähe, tut mir leid, aber ich will das Sandwich wieder haben, das du dem Gobbo geklaut hast. So, Sandwich, komm. Ja, wir haben es jetzt nicht im Rucksack, aber wir haben unsere Mission erfüllt. So, das hier ist ein anderer Gong, wo Pete drauf abgebildet ist. Der beendet unweigerlich das Level. Ganz genau. Also ihr solltet besser das Sandwich einsammeln, bevor ihr diesen Gong schlägt, weil sonst nochmal alles von neu. Ja? Oh, danke, Krok. Möchtest du was vom Sandwich abhaben? Ist Silberzwiebelmus drauf. Nee, danke. Alles klar. Hab ich gerne gemacht. So, und jetzt kommen wir mal zu dieser coolen, besonderen Sache, die ich angesprochen habe. Ja, es wird jetzt auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die restliche Zeit nutze ich erstmal für dieses nette kleine Spielchen. Hey du, was ist los? Krok, du musst mir einen Gefallen tun. Okay, was ist denn? Dann Tennis machen, Bootsrennen. Wollen, dass Gobbos auch mitmachen. Aber Gobbos verlieren immer. Krok verliert aber nicht. Spring in Boot und los. Krok gewinnt Rennen. Ah, also ein Rennen mit einem Boot. Oh, interessant. So, Moment. Bootsrennen, Krok gegen Dantinis. Wie gibt man nochmal Gas mit X, ne? Ja. Okay. Ja, sie gönnen sich einen ordentlichen Vorsprung, die Dantinis. Ja. Ich hoffe, sie hängen uns nicht irgendwie ab. Oder benutzen keine billigen Tricks oder so. Ja, das wäre ja der absolute Hammer. Boah. Ja, es gibt auch hier eine schöne, großzügige Abkürzung. Und, na. Naja, mit groß anrempeln funktioniert hier nicht groß was, aber ja, sich durchquetschen, damit kommt man eventuell schon ein bisschen weiter. Durchquetschen, aber naja, solange es nicht bedrohlich ist, geht's ja. Okay. Den vierten bunten Kristall haben wir und da fehlt nur noch einer. Ja. Oh, und da haben wir schon die erste Runde. Wir sind Dritter. Wir haben noch zwei Runden. Ja, wir sollten uns ranhalten. Es gibt auch hier eine schöne Abkürzung. Die werde ich jetzt in den letzten beiden Runden durchfahren. Einfach nur, damit wir das Rennen sicher in der Tasche haben. Ich hätte, glaube ich, den anderen Weg nehmen sollen. Komm schon, komm schon. Los, feuert Krok mal ordentlich an. Krok, 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 Krok. Das würde ihn mit Sicherheit sehr motivieren. Glaubt an ihn. Das solltet ihr ohnehin auch an alle anderen tun, ne? Das baut unser Miteinander auf. Oh, da ist der Goldgobbo. Dafür war keine Prüfung notwendig. Einfach nur schnell an der Ziellinie abholen und dann hat's. Boah! Das war jetzt aber gemein. Okay, aber wir sind Zweiter. Eine Runde noch, aber den kriegen wir eingeholt. Findet ihr nicht auch? Komm. Ja, komm schon hier. Wenn er jetzt nicht auch die Abkürzung nimmt, dann. Dann. Ist das Ding sicher in der Tasche? Ja, 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 ja. Die perfekte Kurve. Oh! Yay! Gewonnen! Klasse, das sehe ich gerne. Dieses Wort. Ja. Oder ein gewonnenes Match, ja. Matrosendorf. Danke, Krok. Kein Problem. Alles gut. Dann, ja, liegt quasi noch ein Level an. Nein, nicht das da. Diese Tür war
Bis vor kurzem im Übrigen noch verriegelt. Diese Tür ist erst passierbar, nachdem wir ein paar Levels erfolgreich abgeschlossen haben. Aber hinter dieser Tür lauert etwas ganz, ganz Spezielles. Also so ungefährlich ist es nicht da. So ungefährlich ist es nicht reinzugehen. Ja, vieles ist hier nicht ungefährlich. Aber hinter dieser Tür lauert etwas, womit man vielleicht nicht wirklich rechnet. Also nichts Schlimmes oder so, aber man ist überrascht. Vielleicht. Also es hat mich damals schon etwas überrascht. So, aber bevor wir da reingehen, gehen wir erstmal noch ein bisschen kaufen und schließen aber noch ein anderes Level ab. Aber, ja. Da, wir kommen später dazu. Ich kaufe nochmal einen Aufziehgobbo. Kann eigentlich nicht schaden. Obwohl, bis jetzt hat uns... Ja, doch, das ist immer was Gutes, wenn wir den Aufziehgobbo haben. Wir haben jetzt noch 160. Mit Erdbeergeschmack einen Gelee-Hüpfer. Mit Erdbeergeschmack hole ich mir dann noch, auch wenn er 80 Kristalle kostet, aber dann haben wir den einfach schon mal auf Vorrat. Für alle Fälle. Und dann kaufen wir uns vielleicht noch 80 haben wir noch. Gelee-Hüpfer mit Limonadengeschmack ist für Doppelsprünge für 60 Kristalle. Pass auf, die richtigen Gelee-Hüpfer, ja, danke. Ja, dann hole ich mir noch einen grünen. Ja, das nehme ich. Und dann... Ja, dann gehen wir doch mal. So. Unser Inventar ist schön vollgepackt mit einem roten, einem grünen Gelee-Hüpfer und einem Fernglas. Ja, das Fernglas ist jetzt ohnehin dauerhaft in unserem Sortiment. Ja, Sortiment in unserem Inventar. Und ein Aufziehgobbo. Schon fast die perfekte Ausrüstung für ein Level. Gut, okay. Liebe Leute, es gibt jetzt noch diese zwei Levels. Aber ich gehe jetzt in das linkere rein, in die linkere Tür. Beziehungsweise ich gehe da in den nächsten Part rein. Denn hier mache ich erstmal nochmal eine kleine Pause, okay. Aber ihr wisst ja, nicht verzagen, es kommt ja bald ein neuer Part. Ich gebe mir da immer redlich Mühe und lasst es euch bis zum nächsten Part einfach sehr, sehr gut gehen. Bleibt immer schön optimistisch, immer gesund und bleibt immer ihr selbst, denn ihr wisst, ihr seid so richtig, ne? Aber übernehmt immer schön eure eigene Verantwortung, ne? Man muss ja auch seine Würde bewahren. Und seine Ehre, ne? Okay, liebe Leute, das war's dann erstmal für heute und ich mache dann hier eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Driver und ciao!